Willkommen zurück bei Skyward Sword. Wenn ihr wissen wollt, wo wir hier sind, was wir hier machen, guckt den nächsten Part an. Ich hab's nochmal erklärt, aber schaut einfach, denn jetzt geht's los! So, und da kommt die Panik schon. Der erste, die Wächter werden sofort aktiviert. Und starten los. Aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Was hat er von was drehen? Der Heilige macht hinter die Hütte für 98 Sekunden sogar. Sammle alle 15. Gut. Sammeln wir das noch ein, dann sieht man auch einen Lichtfrucht erhalten. Diese mysteriöse Frucht lässt 30 Sekunden lang Signallichter erscheinen, die den Weg zu den übrigen Tränen weisen. Ja, sehen wir jetzt, wie ich schon im letzten Part erklärt habe. Okay, jetzt braucht ihr den nächsten Part nicht, den letzten Part doch nicht unbedingt gucken, aber es wäre mir doch ganz recht. Ja, Blödsinn. Okay, ich weiß ungefähr, wo die Dinger sind. Ich habe das ja schon mal gezockt, ist nur lange her. Okay. Gut, wir fangen hier an. Wenn mich natürlich diese Lichtviecher da finden, hat sich das auch erledigt. Dann greifen mich die Wächter auch an, ist klar, oder? So, was ganz wichtig ist hierbei, was mich auch beim ersten Spielen ein paar Mal wieder ein Leben gekostet hat, ist, merkt ihr wirklich, von wo du gekommen bist. Also, nein, da bin ich voll rein. Okay, aber das macht nichts. Ins Wasser darf man auch nicht treten. Gebieter Link. Ja, ich weiß doch, dass ich da nicht rein darf, ist schon okay. Ich wollte nur mal demonstrieren. Diese glitzernden Flächen heißen Ala Traumata und haben eine besondere Bewandtnis. Trittst du auf sie, Gebieter, so werden dich die Hüter sofort entdecken. Sie sind über das ganze Gebiet verstreut. Pass also auf, wohin du deine Schritte setzt. Ja, macht nichts, weil hier bin ich wieder in Safety Zone. Okay, haben wir das auch mal gezeigt. Und jetzt merk dir gefälligst, wo du herkommst. Du kannst einmal hier unten lang, aber es gibt auch irgendwie einen Weg von oben hier wieder lang zu kommen. Es ist nur echt unheimlich wichtig, dass du weißt, wo das ist. Hier ist bei diesem Baum. Ah, das ist so schwer. Ich weiß jetzt schon, dass ich es mir nicht merken kann. Naja, gut. Ja, wo muss ich denn lang? Wo geht der? Wo ist denn der beste Weg? Das ist hier die Frage. Es ist einfach nur wichtig, dass wir keinen verpassen. Was ist das? Keine Ahnung, hier passiert gerade nichts. Na, dann ist es auch nicht wichtig. Habe ich was verpasst? Nee. Meine Güte, ich habe echt die totalen Paras, dass ich irgendwie was verpassen könnte. Oh, ja, herrlich. Ja, das ist natürlich wunderbar. Bisschen balancieren, das kann ich ja so gut. Ach, und oben diese Blume, die zeigt uns übrigens an, wie lange es noch dauert, bis die Wächter auf uns aufmerksam werden. So. Jetzt ist sie wieder voll. Schaffen wir den Sprung da? Ach, fall runter, Link. Fall runter. Ich wollte runter. Puh, das war fast schon eng. Hier ist nichts, hier ist nichts. Da ist was. Jo, da ist überall was. Wow, lass mich bloß in Ruhe. Den haben wir. Schauen wir uns erst unten um. Ja, wir schauen uns mal erst unten um. Wird schon passen. So, ich weiß, dass hier irgendwann das Wasser weggeht. Und dann sind wir ein bisschen schnell. So. Okay. Also ich finde es hier echt sehr bedrückend. Und ich habe keine Lichtfrucht, merke ich gerade. Mir wird also nicht angezeigt, wo die Teile sind. Nein. Nein. Lass mich bloß in Ruhe. Ich möchte nach... Ich möchte... Vor allen Dingen jetzt, wo wir nur noch so wenig... so wenig von Faoris Tränen finden müssen, ist es dann echt schwierig, sollten mich die Lichtviecher da einmal erwischen, die Wächter loszuwerden. Vor allen Dingen, wenn wir dahin kommen, dass wir zum Ausgang müssen wieder. Und ich ganz verzweifelt den Ausgang suche. Ah, fuck, ey, wo muss ich denn? Scheiße. Scheiße, geh weg. Goddammit, ey, das ist nicht einfach, Leute. Das ist echt nicht so leicht. Ich hab
nicht diese Panik. Ich glaube, hier geht's zum Anfang zurück. Oh. Ja. Hier geht's definitiv zum Anfang zurück. Da ist er auch. Merken. Ganz wichtig. Da ist der Letzte. Da ist der Letzte. Hier ist eigentlich nichts im Weg. Du hast Verhoristrin gefunden. Dies hat deine Seele reifen lassen, Link. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begib dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. Sehr gut. Und ich weiß genau, wo es hingeht. Also kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Herrlich. Gott sei Dank. Mein Gott. Ich hatte so eine Angst davor. Ah. Ist übrigens jemand aufgefallen? Das ist genau die Stelle, wo wir auch schon mal waren. Es ist einfach nur farblich ein bisschen geändert. Also Nintendo hat sich da bei den... Ja, bei den Gebieten nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. In der Menge der Gebiete. Sagen wir es mal so. Trotzdem geil. Also trotzdem super. Ein großes Lob. Wow. Hä? Du hast die Wasserdrachenschuppe erhalten. Einer der drei Schätze der Göttin. Er ermöglicht dir zu tauchen und die Wasserschraube auszuführen. Oh, und jetzt fällt mir gerade wieder ein, was noch alles auf uns zukommt. Mein Gott. Bis wir im nächsten Tempel sind. So wirklich im nächsten Tempel. Mein Gott, das zieht sich. Heftig. Mein Glückwunsch, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Dein Schwert hat jetzt die Kraft, die nötig ist, um die heilige Flamme zu finden. Die Wasserdrachenschuppe ist einer der Schätze der Göttin. Durch die Kraft des Wasserdrachen kannst du dich nun frei im Wasser bewegen. Die Flamme muss hier im Wald sein, Gebieter. Ich vermute, dass sie sich an einem Ort befindet, den wir noch nicht entdeckt haben. Wow. Was mich erschrocken. Ist das etwa eine Schuppe vom Wasserdrachen? Damit kannst du dich im Wasser wie ein Drache in der Luft bewegen. Es gibt hier im Wald Orte, an denen du noch nicht gewesen bist. Warum nutzt du nicht die Kraft dieser Schuppe und suchst sie? Aber ich gebe dir keinen weiteren Tipp. Such dich, wie ein bescheuerter Such, Link. Findest du Sedi? Ah, so, jetzt können wir hier nämlich schwimmen. Die Schwimmsteuerung ist natürlich Wiimote-mäßig. Ja, das freut einen sehr. Irgendwie konnte ich auch so eine Art Rolle vollführen. Ah ja, genau, mit dem Nunchuck. Das Nunchuck bewege. Geht's ein bisschen schneller. Hier gibt es zwischenzeitlich auch mal Luft. Das ist sehr gnädig. Aber man kann auch mit dem Nunchuck schwimmen. Wenn man A nicht gedrückt hält. Okay, aber trotzdem, das ist nicht so geil. Nee. Aber wir müssen erstmal auf den Baum hochklettern. Das ist unsere erste Aufgabe. Da gibt es nämlich jemanden, der weiß, wo der Wasserdrache lebt. Okay. Wie ging das? Okay, ist alles ganz klar. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich auch nur eine Sekunde gezweifelt habe. Aber eine coole Sache können wir machen. Und das ist die. Zack. Kann man so cool. Bumm. Das finde ich cool. Wird auch gelegentlich mal gebraucht. Und lässt sich nicht so gut steuern. So wie wir es halt kennen und lieben. Danke, Wiimote. Warte mal. Dann nehmen wir den magischen Krug für. Müssen wir auch. Ja. Goddammit. Puste mich mal dahin. Und wieder pusten. Und jetzt bist du mir wunderbar im Weg. Richtig. Und oh Gott, und tschüss, Mann. Und tschüss, habe ich gesagt. Du sollst dich verpiss dich, Mann. Das gibt's doch wohl nicht. Wow. Ich hasse die Viecher. Ich hasse die Viecher echt. Jump. Habe ich hier was verpasst? Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann ja, Pech. Kommt vor sowas. So. So, hier waren wir schon mal noch nie. So weit oben auf dem Baum.
Aber hier geht's noch ein ganzes Stück hoch. Irgendwas sagt mir, irgendwie kommt mir irgendwas komisch vor, als hätte ich was vergessen. Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel vergessen. Dass das Arschloch mich gleich angreifen wird. Oh, daneben. Ah, ich hätte vorher mit der... Hier, mit der Zwille... ein bisschen drauf schießen sollen. Zack und tschüss, verpiss dich. Oh, das Bienennest. Ja, ich habe gesagt, du sollst... Geh weg. Du bitte auch. Waren das alle? Ja, im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es hören werdet. Das ist nämlich echt wirklich sehr leise. Hört man so ein komisches Geräusch. Das soll ein Schnarchen darstellen. Also ich dachte mir beim ersten Mal, wo ich das gehört habe, einfach nur, weil das nervt. Was ist das? Aber es soll Schnarchen sein, ja. Und wenn ich so drüber nachdenke... Ja, könnte man es fast als Schnarchen wirklich durchgehen lassen. Und jetzt schieße ich mal doch noch den da weg. Aber jetzt können sie mir nichts mehr. Und tschüss. War schon ganz oben? Oh. Er hier. Alles klar. Meine einzige Sorge ist, dass er mich hier runter schmeißt. Siehst du? Na gut, egal. Weiter geht's. Du hast kein Schild mehr. Wir sterben, wir sterben. Ja, ich schmeiß mich eher selber. Mein Gott. Ich glaube, bei dem muss ich mich sogar treffen lassen. Ich habe keine Wahl. Oh, mein Schild macht das so mit? Ah, fuck. Nein. Ach, wenn er mich so runterschmeißt, ist das... Ey, das ist doch wohl ein Witz. Leute, wir sehen uns oben. Da sind wir wieder, wo wir hingehören. Mein Gott. Da habe ich euch was erspart. Das glaubt man. Okay. Jetzt sind wir aber langsam auch mal da, oder? Ja. Auf dem Baum. Ach komm, was soll's? Was soll denn hier der Geiz? Wir speichern. Kann ich mir doch auch mal gönnen, oder? Nachher gibt es wieder irgendwelche Probleme und ich habe hier keinen Speicherpunkt gesetzt. Ach ja, ist klar. Doch deine ganzen Kumpels können mir nichts anhaben. Bam, 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 bam. Alle weg? Ich frage mich gerade, wie viel ich eigentlich... tragen kann an Rubinen. Ach, 1200. Okay, dann ist ja alles in Butter, ne? Dürfte keine großen Probleme geben. Und tschüss. Hey, Rubin, Rubin. Ach, Quatsch. Wir haben 666. Wir können alles in... Okay, jetzt bin ich sauer. Nein, das ist nicht wahr. Hilfe. Oh, das gibt's alles nicht, Leute. Aber wir haben durch Zufall so ein Ding gefunden. Das ist auch was. Ein Artefakt der Göttin. Hm. Die könnte ich mich auch mal oben kümmern, oder? Naja, wir sehen uns oben. So, Leute, ich war jetzt mal richtig clever. Und mir ist ja eingefallen, ich habe ja gerade eben gespeichert. Jaha. Ah, dann mache ich mir doch gar nicht so einen Stress. Und gehe einfach von meinem Speicherpunkt aus weiter. Statt weil ich hätte sogar wieder durchs Wasser tauchen müssen. Ja. So eine blöde Stelle bin ich da geraten.
Was ist das hier? So, und jetzt lass mich bloß nach oben. Ach so. Hier ist er schon. Nee, hier ist er noch nicht. Aber 5 Rubine, die ich hier nicht kriegen kann. Na egal. Willst du mir jetzt sagen, dass hier jemand schnarcht? Das weiß ich auch. Das sieht man sowieso automatisch. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Gebieter, dort oben. Das ist ein bisher unbekannter Q. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Gut, Leute, dann wecken wir den im nächsten Part auf. Bis dann und ciao.